Die Evotec ist ein reines Serviceunternehmen. Wir liefern dem Kunden Forschung und Entwicklung und Produktionsdienstleistungen im Bereich der anorganischen Chemie. Wir unterstützen große Unternehmen mit diesem Geschäftsmodell, um deren Produkte am Markt schneller zu platzieren. Gerade Forschung und Entwicklung und die Entwicklung von neuen Produktionsprozessen unterstützt Evotec mit seinen Technologien. Wir sind angesiedelt im Bereich der thermischen Verfahrenstechnik, haben dafür Technologien für den Kunden parat, die wir sehr kompakt für den Kunden einsetzen können. Seit dem Juli diesen Jahres haben wir noch ein weiteres Unternehmen akquiriert. Das ist neben der Evotec, was ein reines Serviceunternehmen ist, ein Hersteller von Produkten. Hier geht es um zinnbasierte metallorganische Chemie, ein richtiges Chemieunternehmen. Beides zusammen, die Evotec und die BNT, stellt die Gruppe dar, die Evotec Advanced Materials. Wir sind ein Hersteller von Autokatalysatoren, Pulverwerkstoffe für Autokatalysatoren. Wir sind ein Hersteller von Pulverwerkstoffen für Batteriematerialien, welche wir für unsere Kunden entwickeln, welche wir für unsere Kunden herstellen. Wir sind in dem neu akquirierten Unternehmen Hersteller von metallorganischer Zinn, metallorganischer Chemie, welches im Bereich Glascoating, welches im Bereich der Pharmaindustrie eingesetzt wird oder auch als Chemiekatalysatoren zum Einsatz kommt. Also ein bunter Blumenstrauß in den Anwendungen. Wachstumstreiber sind ganz klar die Elektromobilität, Batteriewerkstoffe für die Elektromobilität, die neuen Trends der Zukunft. Wenn der Kunde eine Leistung von Evotec in Anspruch nimmt, bekommt er die sehr kompakt. Wir sind eine Mischung zwischen Universität, Ingenieurbüro, Labordienstleister und Lohnfertiger. Das kriegt der Kunde alles zusammen von der Evotec. Insofern haben wir ehrlich gesagt keine richtigen Wettbewerber. Also wenn Sie ins Internet gehen und genau dieses Geschäftsmodell versuchen zu googeln, finden Sie europaweit kaum jemanden, der das in dieser Form abbildet. Es ist richtig, wir haben die Mittel, die wir aus dem Börsengang akquiriert haben, hauptsächlich für das Wachstum eingesetzt. Zum einen haben wir einen Standort gekauft in der Nähe der Evotec in einem Chemiegebiet in Bitterfeld-Wolfen, um dort die neuen Produkte für die Evotec zu produzieren. Zum anderen haben wir auch in dem gleichen Standort in Bitterfeld-Wolfen dieses neue Unternehmen akquiriert, die BNT Chemicals, welches wir, wie gesagt, beides aus dem Börsenerlös finanziert haben. Wir haben das eine über ein M&A-Projekt realisiert, haben das eine im Rahmen unserer Wachstumsstrategie, die wir abgesetzt haben in den letzten Jahren, aufgebaut. Und beides bildet heute, wie gesagt, die Gruppe der Evotec. Also wir haben in den letzten 18 Jahren der Firmengeschichte der Evotec immer Wachstum generieren können. Unser Wachstum war in der Regel zweistellig, 18, 15%. Und wir hatten im Rahmen des Dieselgates, wo also drastisch der Neuwagenverkauf von Dieselmotoren, waren wir natürlich mit in dieser Kette beteiligt, dadurch, dass wir Pulverwerkstoffe für Dieselkatalysatoren zu unseren Kunden liefern. Dieser Wachstumsrückgang, also dieser Umsatzrückgang, resultiert daraus aus dem Dieselgate. Wir konnten dadurch, dass wir in anderen Bereichen neu akquiriert haben, im Bereich der Chemiekatalysatoren, im Bereich der Batteriewerkstoffe vor allen Dingen, konnten wir neue Umsätze generieren und haben es dadurch geschafft, trotz nachhaltigen Rückgang im Bereich der Autokatalysatoren dieses Geschäftsmodell neu zu platzieren und neue Umsätze zu generieren. Naja, wir sind jetzt kurz vor Ende des Jahres, im November. Und ein guter Unternehmer sollte im November schon wissen, was für Zahlen er zum Ende des Jahres praktisch liefert. Insofern ist die Frage nicht ganz so schwer zu beantworten. Wir haben noch 4 Wochen bis Weihnachten. Aber wir haben natürlich die Prognose rausgegeben in der Mitte des Jahres. Insofern ist das richtig. Wir haben die Umsätze konsolidiert, der Evotec und des neu akquirierten Unternehmens, und freuen uns besonders, dass wir diese Prognose bestätigen können. Denn gerade wenn Sie eine Akquisition machen, wissen Sie nie, ob das, was letztendlich dann in der Due Diligence geprüft wurde, etc., auch wirklich so eintrifft, und sind da doch sehr, sehr froh, dass wir unsere Prognose für 2018 bestätigen können. Im Umsatz sowohl als auch im Ergebnis.